Hallo, herzlich willkommen zur Präsentation des Engineering Workflows mit Caddison. Hier möchten wir Ihnen das Thema Ressourcen und Projektplanung mit Caddison vorstellen. Mein Name ist Oliver Beck und ich möchte Ihnen einen Überblick zu den notwendigen Arbeitsschritten der Ressourcen- und Projektplanung mit Caddison geben. Folgende Arbeitsschritte werden wir gemeinsam durchführen: die Festlegung der Gewerke, die Materialplanung und die Zeit- und Personalplanung. Bleiben wir bei unserem Beispiel Pumpe für unsere Brauerei. Jetzt muss die Montage dieser Pumpen zeitlich geplant werden. Wie wir hier im Project Engineer sehen können, können wir die Zeiten in den Zeitobjekten eintragen. Und dies werden automatisch der Leistungsposition zugeordnet. Anschließend können wir jetzt für unsere Vorgänge die verschiedenen Daten eingeben, wann die Montage beginnen soll und wann sie enden soll. Und somit ist die Strukturierung der Zeiten im Caddison Project Engineer erfolgt. Im nächsten Schritt können diese Informationen exportiert werden über die CSV-Schnittstelle. Übrigens, ein weiterer Vorteil von Caddison ist, Daten können komfortabel über CSV an Projektmanagementwerkzeuge wie MS Project bzw. Excel übergeben werden. Und somit sehen wir hier im Beispiel die Strukturierung. Wir sehen jetzt unseren Projektplan, wo die Anfangs- und Endtermine dargestellt sind. MS Project ist ein nützliches Werkzeug, um die grafische Abfolge der Termine zu strukturieren, von wann bis wann welcher Vorgang dargestellt werden soll. Und somit habe ich meinen Projektplan erstellt. Über den gleichen Weg der CSV-Schnittstelle können die Informationen jetzt anschließend in Caddison übergeben werden. Und somit sind die Beginn- und Endtermine automatisiert. Ich kann mir jederzeit den Terminplan nochmal anschauen, der im Caddison Project Engineer abgelegt ist. Und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Vorteil, sodass wir jetzt die PID-Baugruppe nehmen und ordnen dies dem Vorgang Pumpenbaugruppe Montage mechanisch zu. Alle Informationen, die zeitlich strukturiert wurden im MS Project Werkzeug, werden jetzt auf alle untergeordneten Elemente übergeben. Am Beispiel der Pumpe sehe ich ganz genau, wann die Pumpe geplant ist und wann der Montagebeginn und Endtermin ist. Sie konnten in dem Video sehen, dass Caddison eine transparente Darstellung von Kosten und Zeiten hat. Es gibt einen durchgängigen Informationsfluss zwischen Planung, Abwicklung und Controlling. Vielen Dank für Ihr Interesse am Thema Ressourcen- und Projektplanung mit Caddison. Wir möchten Sie an dieser Stelle einladen, sich noch weitere Screencasts des Engineering Workflows mit Caddison anzuschauen. Sprechen Sie uns an, um einen persönlichen Präsentationstermin zu vereinbaren.